一比一撞，知嘢。Toriena, meine lieben Gocher Bürgerinnen und Bürger, ich darf euch ganz herzlich hier auf dem Marktplatz in Goch begrüßen zum 20. Gocher Steintorlauf des SV Viktoria Goch 1912. Ich grüße Sie noch einmal ganz herzlich und ich denke, wenn der Startschuss Erfolg ist, wird unsere Leute an der Musik. Alles euch allen wünsche ich eine gute Veranstaltung, bedanke mich und würde mich freuen, wenn wir auch im nächsten Jahr. Ich denke, dass wir irgendwo heute um die 1700 Teilnehmer haben, vielleicht sogar noch ein paar mehr. 4, 3, 2, 1. Und das war der gelungene Startschuss von Marc Borgers 20. Gocher Steintorlauf im vollen Gange. Jetzt bitte ich um heftigen Applaus. Hier sind die weiterführenden Schulen und sie laufen zu. Natürlich noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Heißt also, am 4. September 1993 begann dieses Spektakel. 5 Jahre später sind wir in den Juni gegangen und haben hier jetzt gleich den ersten Start von 4 Schulläufen. Es ging also los mit den weiterführenden Schulen und wir freuen uns natürlich, dass auch hier wieder sehr, sehr viele junge Leute an der Startlinie stehen. Herzlich willkommen also, 20. Ausgabe mittlerweile in diesem Jahr 2012, in dem Jahr, wo Viktoria Goch 100-jähriges Bestehen hat. 30. Juni haben wir natürlich auch eine große Sportgala im Hubert-Huben-Stadion. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie da dann auch zu Gast sind. Es geht also weiter im Programm mit unserem ersten Schullauf unserer jungen Damen W7. 51, das ist Felina. Sie braucht ihren Applaus. Das ist Clara Hupol, Don Bosco Munchos Aspelen. Herrliche Zöpfchen haben sie nicht gemacht. Und wie der Johannes schon sagte, wunderbare T-Shirts. Eine tolle Stimmung hier. Willkommen zu den Finishern hier im Loch. Was ist jetzt schon Berlin? Wir sind hier bei der Woche Victoria, die Nummer 97 ist da. Da wundern wir uns, denn wer bewundert dich, ist schon da und im herrlichen Outfit. Die 140, Alicia Molz, die Nummer 5, mein Geburtsdatum, hier ist Franziska Arnold. Oh, herrliche Bilder im herrlichen Outfit, eine wunderschöne Laufhose und hier ist die Startnummer 4, Mira Arlt, herzlich willkommen, ab geht's ins Ziel, ganz auf Deutschland, die drin, die 563, das ist Maja Hartmann, sie wird bei Public Youth vielleicht mit Papa und Mama mit dabei sein, die noch vor der finnischen Meter. Meine Damen und Herren, die 250 Applaus. Und das Grundkäppchen heißt Nele. Herzlich willkommen, Nele. Die Grundkäppchen im Zielentgegen Uhr steht bei 6 Minuten und 3:50. Im herrlichen Outfit. Unsere Katze, die junge Dame, lacht sich tot. Klatscht hier nochmal ihre Fans ab. Die 137, Angelina Martens. 1. Und los geht's. Vorsichtig bitte beim Start. Ihr habt Zeit genug. Ihr habt Zeit genug zu überholen, aber das klappt sehr gut. Und jetzt Trommelgewirbel für unsere Jungstars. Ab geht's, 1100 Meter. Die 259 ist bei uns und es scheint so richtig die Sonne. Herzlich willkommen, die 554. Und
die Nummer 6 ist jetzt bei uns, mit der Nummer 6, Sambia Ass. Wir legen los, gemeinsam zählen wir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und los geht's, der Startschuss von Alex Borgers. Da sind einige Damen, die Strauchen gekommen, aber so ist es richtig. Aufstehen und weiter geht's. Hier ist eine Musik. Hier ist ein Applaus von Kids. 1001. Alex Feiermann, städtisches Gymnasium. 12.05. Wir grüßen hier bei uns Maximilian. Maximilian Wollrat. Und jetzt denke ich mal, der Moderator ist still. Hier kommt euer Applaus. Hier kommt eure Musik. Willkommen. Ihr habt geopend. Ihr habt hier diese Jubiläumsausgabe eröffnet. Alles Gute für die zweite Runde. Wir warten auf euch. 1091, Freddy Schmidt, eines der großen Aushängeschilder. Jetzt ist Gas. 1090, Marcel Groß. Bringen wir als unser Lars Schiffer von der Lauffamilie Schiffer. Ich sehe Lea, Lars, Leo und so weiter. Geht's bitte. Unsere Jungs, die in der zweiten Runde sind, der ist natürlich hier links ins Ziel laufen. Und die 1127 kämpft sich in die Straße frei machen. Vielen herzlichen Dank und ein Riesenheer, etwa 100 Familien. Und das macht den Laufsport aus, groß, klein, leistungsmäßig oder spaßmäßig. Kommen Sie jetzt zu uns, zu unserer Familie, unsere Jungs. Familienzentrum St. Maria Magdalena Evangelische, integrierter Kindergarten, Arnold Janssens Kindergarten, aus der Kinder, die Frauen, Kindergarten Zipfelmütter aus Walzdorf, Kita, St. Vincent, Saarbrücken. Jetzt los, der Mann in Rot, hier hinter, hier ist Oliver Elias, die 545, Jutta Janssen ist da, die 421 ist hier, und dann Josef Buchholz aus Haspel. Hand in Hand kommen sie, ein Riesenheer, euer Applaus, schön, dass ihr dabei seid, danke an Mami und Papi, hier ist eure Musik, hier ist euer Applaus, hier kommen wir noch für Finish rein. 389, Fritz Elbers. Ganz herzlich grüßen. Herzlich aus wie die 201. Das ist unser Notwell 1. Ich denke mal, er heißt Elz. Oh, schau dir die Frisur an. Die Startnummer 230. Oh, da hat er lange für gebraucht. 230, das ist unser Luciano Götz. Familienzentrum Sterntaler. Und Mama und Papa, die sind jetzt platt und sie nimmt sich die Show hier auch auf, die eine oder andere Mal im Dorf dabei sein, das Team von Tough Timing. Und sich in Bewegung, da kommen sie. Und es ist wieder ein unglaublich lautes Bild. Und das alles können Sie vielleicht irgendwann bei Koch TV oder bei vielen, vielen Bildern unserer Pressefotografen. Lokalkompass müssen Sie einschalten. Und natürlich auch viele Bilder bei tufftiming.de. Dieses Rundum-Paket leistet nur Tufftiming. Und deswegen sind Sie zum ersten Mal bei diesem Jubiläumsveranstaltung in Koch mit dabei. Im Herzen von Koch hier an unserem wunderschönen Marktplatz. Und da kommen sie, unsere jungen Damen. Welcome to the finish line, sagen wir gleich auch hier. Die leichtathletischen Kochkessel, Martin Franz Stiftung Koch, das Familienzentrum ist mit dabei. Und so kommen sie jetzt im herrlichen Outfit, die 586. Welcome Merle Gravenig, die 354, das ist Friederike Pinz. Herzlich willkommen, die 440 in herrlicher Laufrute. Lina Schmitz, Dieter Sand. Vincentus aus Asperden, hier kommen Sie, meine Damen und Herren, herrliches Bild. Da sieht man nicht bang um unsere Zukunft, um unsere Mädels, nicht vom Computer sitzen, sondern ganz einfach auch Sportheim. Und ich hoffe, viele, viele von denen, die jetzt hier auf die Finishline kommen, sind in den Leichtathletik-Vereinen zu Hause. Wir haben 195, picken wir ganz schnell wieder aus, unsere Ehre Julia. Adams, herzlich willkommen in herrlicher Laufrute, die 179. Das ist Marelia, auch sie hat es gleich geschafft. Schauen Sie, das in Deutschland, Trinko. Heute Abend ein paar Prädikionen mit Mara dabei. Fragezeichen, Nele Walter, Laura Walter, Luisa Walter. Ach du lieber Gott, hier ist richtig was los. Und die 181, ein so hübsches, ist der
Wenzlauf in Emmerich. Zuvor aber, wie gesagt, Bambini-Lauf, der dritte Bambini-Lauf. Unsere Pimpas-Liga ist wieder in Bewegung geraten und wir freuen uns natürlich. Und ein Hinweis gilt natürlich schon für alle. Letzte Woche auch ein Johannes Arz war dabei, hatten wir Versammlung des Vorstandes des Kreises Kleve, wo ich ganz herzlich auch den ersten Vorsitzenden des Leichtathletikverbandes des Kreises Kleve, Dr. Hermann Reinders mit seiner Familie, herzlich begrüße. Und da haben wir abgesegnet am 24. November 2012 in die ganze Leichtathletik, Langlauf und Triathlon-Familie gemeinsam feiern. Sollten sich also schon merken, der 24. November. Aber wir haben die 377, da haben wir hin. Ramis unterwegs. 355. Gleich auf der Finishline, da freuen wir uns. Ja, die Mamis und Mamis sehen doch ganz gut aus. Und er trägt die Farben Deutschlands. Das kann nur heißen, wir gewinnen heute Abend gegen Dänemark. Schauen Sie sich den jungen Mann an, mit der 15.96 ist ja wohl Wahnsinn. So, und der junge Mann hier, der ist so schnell geflitzt in seine Startnummer, geht gleich fliegen. Und sie hat die wunderbare Startnummer 444. Unsere Dame auf Prof. Kessel. Leandra Kretschmer, herzlich willkommen, die 390 wird sozusagen fast ins Ziel getragen. Mama und Papa sind total platt gleich. Oh, das ist die schönste Mütze des heutigen Tages. 393 seine Startnummer. Welcome hier auf der Finishline. Einen vielen, ein herzliches Dankeschön. Und schauen Sie sich den jungen Mann an, da mit der 1244, der hat nicht 400 Meter gelaufen, der hat 600 Meter gelaufen, der läuft beim Kreuz und quer, der genießt dieses Publikum. Und denkt, dass ihn gut geduldet war, hat er noch ein Film von mir, ich flitze hier jetzt vorbei. Bester Aufstieg hier, 542, unsere junge Dame in 40, das ist gleich geschafft. Immer wieder. Unsere Madeleine Weber, immer wieder tolle, tolle Bilder. Und wir sagen nochmal, wo die Johanna Blum kommt. 15:15. Und schauen Sie sich diese Bilder an. Karneval in Boch ist toll, aber nicht viel schlechter dieser Minilauf hier. Schauen Sie sich das an, meine Damen und Herren, Sie sind alle. Und da kommt eine junge Dame. Grüne Mütze, Kopf, Laufhose. Und genießt es und grinst sich ein und ist gleich nach wenigen Metern im Ziel auch die 218 gleich die Annika und Co. uns zu bieten hat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und das war der gelungene Startschuss von unserem Alex Borges. Und los geht's und Sie sehen schon an Laufschritt. Jedenfalls ist hier im Herzen von Goch ganz, ganz viel Publikum, was sich eigentlich auch so gehört beim Jubiläum. 100 Jahre und 20 Jahre Steigelauf. Und wir haben ja, Jubiläumswetter, eigentlich auch gleich für unsere 5000 Meter Läuferinnen und Läufer, vor allen Dingen aber mit 10.000er mit den Preismeisterschaften des Jahres 2012 hier. Natürlich im Jubiläumsjahr werden wir gute äußere Bedingungen haben. Und ich sage noch einmal Ihnen allen, euch allen, die weit, weit angereist sind, herzlich willkommen in der Steinsvorstadt. Oh. 13 Jahre jung, er ist Nordrhein-Meister, was den Duathlon-Sport angeht. Und da kommt er in langen, raufreifenden Schritten und schauen Sie auf die Uhr. 1500 Meter in 4,30 und ein paar Kleine jetzt. Das kann natürlich nur einer sein. Luca Frühling, und da kommt er, unser Lauftalent von Alemannia Falstorf, zieht die letzten Meter durch. Und ich glaube, er hat auf jeden Fall ernst. Und die erste Dame in der B14 ist sie zu Hause, Lea Hinken. Felix Alexander, Aaron Kim, Schnellste der M9, Maximilian Kramnik, Zweiter der M10 und der Charlene Greven wird Erste in der B13. Unsere Dame von Leichtathletik mit dem Paula Hoffmann gewinnt die B12. Martin Werber, Erster der B11.
11 und wir grüßen herzlich Philipp Schröer, Matthias Grabendreck gewinnt die M10, der Mann von TV Koch, aber noch unseren großen Triathlon, Marcel Killewald. Tim Nieten ist da, der M15er, der Zweiter in seiner Altersklasse, Pierre Peters, Hannes Stratmanns. Herzlich willkommen hier auf der Finishline. Ich finde es toll, meine Damen und Herren, dass Sie immer weiter applaudieren, denn jeder ist hier ein Sieger beim Jubiläumslauf. Und die 1662 freut sich, wenn Dominik Becker über den Applaus, genauso wie unsere junge Dame mit der 1320. Hier ist Rieke Höfgens, Alemannia Falzdorf. Letzte Grüße wollen hier, die nach Koch gekommen sind zu dieser Jubiläumsveranstaltung. 5000 Meter Jedermannlauf steht an. Etwa 200 Läuferinnen und Läufer müssen gleich an der Nierstbrücke stehen. 300 Teilnehmer rein. Ein herzlicher Applaus. Willkommen in Koch. Willkommen zur 20. Ausgabe des Steintorlaufs. Komm, im letzten Jahr, meine Damen und Herren, und da ist der Startschuss, werde ich Ihnen gleich die Siegerzeit erklären, aber das können die Jungs gleich finden. 16 Minuten 26, die Siegerzeit im letzten Jahr von unserem Gast aus TV Mettingen, das war der Björn Müller. So, meine Damen und Herren, für unser Elisabeth Feld hier ein herzlicher Applaus. Willkommen hier am Marktplatz in Koch bei der Jubiläumsausgabe 20. Steintorlauf. Wir wünschen euch viel Spaß. Zwei wunderbare Runden im letzten Jahr. Der einzige Pandonge des DSVBs an zweiter Stelle. Roland Spitz und der Nordrhein-Meister auch, was den Cross angeht, auf Platz 3. Hubel war auch Weltmeister und war ja im Jahre 1898 hier in Koch geboren. Die Leichtathletik weiterhin zu fördern.